Das hier Steffen, der kleine Stegosaurus. Bis vor kurzem war Steffen noch glücklich mit seiner Familie zusammen, aber Papa und Mama sind leider gestorben. Sie sind hier ganz normal langgelaufen und die Eltern waren leider zu schwer und sind im Schlamm eingesunken. Dann sind sie leider verdurstet. Steffen hat auch super, super lang jetzt gewartet und hat gehofft, dass sie wieder aufstehen. Aber so langsam hat er eingesehen, das hat keinen Sinn. Er muss sich jetzt alleine durch die Welt schlagen. Sehr, sehr traurig. Aber es geht jetzt darum, schnell Futter und Trinken zu finden, damit wir nicht das gleiche Schicksal erleiden. Ein allerletztes Mal blicken wir noch zurück und dann geht's weiter. An dieser Stelle übrigens vielen, vielen lieben Dank an alle Kommentarschreiber, die sich den Stego gewünscht haben. Das sind nicht mal alle Kommentare, die sich den gewünscht haben, aber so ein paar habe ich da mal eingeblendet. Ja, da sind wir nun, ganz auf uns allein gestellt, mitten im Dschungel. Hoffen wir mal, dass hier wenigstens was für unsere Diäten ist. Weil das Wachsen als Stego dauert, glaube ich, richtig lange. Und da wäre es halt sehr gut, wenn wir gute Diäten haben. Aber das sieht hier gerade nicht danach aus, als ob hier irgendwas ist. Ich sehe halt nur diese Blättersymbole, die sind halt falsch. Das ist halt einfach irgendeine Nahrung, die ich essen könnte, damit ich nicht verhungere. Aber ich brauche halt unbedingt die Diäten, damit wir schneller wachsen. Aber mein Magen ist jetzt gerade auch komplett leer. Das heißt, ich würde jetzt mal ganz kurz hier grasen. Das habt ihr nämlich auch in die Kommentare geschrieben. Grasen geht nur bis 25%. Ich mach's jetzt so ein bisschen voll. So, mehr nicht. Und dann können wir immer wieder nach und nach, wenn wir was brauchen. Weil je leerer der Magen, desto mehr Diät können wir auffüllen, wenn wir was finden. Ich werde jetzt erstmal loshoppeln Richtung Norden. Ich glaube, da werden wir eher fündig, was unsere Diäten angeht. Oh, ich glaube, das ist ein Kanu. Aber das war noch sehr weit weg. Ich schnupper jetzt mal hier. Der Server ist übrigens komplett voll, also 100 Spieler. Ich bin nur gerade an einem Ort, der halt nicht so belebt ist. Deswegen gibt es hier, glaube ich, auch keine Diäten. Also wenn mich irgendein Fleischfresser findet, dann bin ich hops. Da kann ich gar nichts gegen machen, glaube ich. Hier ist halt so ein Wasserfall. Da müssen wir nur ein bisschen den Bergsteiger hier machen und dann haben wir vielleicht die Gefahr der Krokodile halt nicht. Das wäre nicht schlecht. Ich denke mal nicht, dass hier Crocs sind. Ich hoffe es zumindest. Ist halt auf jeden Fall sehr abgelegen hier. Aber ich schwimme ja super langsam. Trinken wir uns nochmal schnell voll. Und dann geht's weiter Richtung Norden, auf der Suche nach den Diäten. Boah, das dauert alles ja richtig lange hier. Ich kann euch nochmal eben das Charaktermenü zeigen. Wir sind aktuell bei 16% und haben eine Wachstumsrate von plus 5%. Das kann man halt steigern bis plus 50%. Das wäre halt das Traumziel. Das Problem ist halt nur, ich weiß nicht genau, wo die Diäten für den sind. Hier ist die erste Diät. Sehr gut. Wir haben auch Glück, das ist nicht die Diät, die ich schon habe. Jetzt ist halt die Frage, machen wir uns die zweimal voll? Oder spekulieren wir darauf, dass wir die dritte auch noch finden. Ich glaube, ich werde versuchen, auf die volle Diät zu gehen. Nehmen wir uns einfach gleich noch so einen Kürbis mit und dann gehen wir auf die Suche nach der anderen Diät. Und das andere wäre Sumak.
keinen Plan, was das ist. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, ich werde jetzt noch weiter Richtung Norden gehen. Ich habe auch ein bisschen die Hoffnung, dass ich vielleicht andere Stegos finde. Ja, hier scheint es wirklich nur diese Kürbisse zu geben. Das heißt aber, ich werde jetzt, bevor diese Diät hier noch ausläuft, werde ich mich vollfressen. Weil aktuell haben wir 10% Wachstumsrate. Und jetzt, wenn das voll ist, steigt das halt noch mehr. Ah, es geht sogar direkt hoch. Ja, 30% haben wir jetzt. Und jetzt, wo wir mit Essen und Trinken voll waren, habe ich mich erstmal im Busch versteckt und die ganze Zeit den Raptorfelsen im Nordwesten beobachtet. Weil dort kommen oft Stegos vorbei und ich hatte halt die Hoffnung, vielleicht eine Familie zu finden. Das war leider nicht der Fall und als ich dann wieder durstiger und hungriger wurde, habe ich mich dazu entschieden, wieder Richtung Süden zu wandern. Oh mein Gott, ich mich erschreckt gerade. Einfach so eine Wildsau. Ach, Gott sei Dank, was nur ein Wildschwein. Aber damit haben wir unser erstes Tierchen aufgespießt. Hat ja nicht viel Schaden gemacht, aber ich glaube, wir sind auch schon recht tanky. Hier ist der Ort, wo unsere Eltern gestorben sind. In diesem Schlammloch. Deswegen müssen wir jetzt aufpassen, dass wir da nicht auch einsinken. Schön dran vorbeigehen. Und dann gehen wir mal hier nach unten. Ich glaube, da kommen wir zum Strand. Sieht auch ein bisschen aus wie Schnee. So in der Nachtsicht. Ja, aber das ist der Strand. Wir sind jetzt in der Höhle hier. Leider halt echt dunkel, aber die Sonne müsste gleich aufgehen. Dann könnt ihr auch den wunderschönen Sonnenaufgang mit mir genießen. Hallo, Mr. Reh. Willst du Kürbis? Anscheinend nicht. Dann hast du Pech gehabt. Jetzt kann man auch mal die Farbe sehen. Die roten Platten. Sie färben sich so langsam. Vorne müsste jetzt gleich eigentlich nochmal Wasser kommen, wenn mich nicht alles täuscht. Da müssen wir dann nochmal das Wasser überqueren. Ich habe leider gar keine Pflanzenfresser oder so gehört. Oder auch nicht gesehen. Ich hätte natürlich gerne eine Herde gefunden, mit der ich umherlaufen kann. Das wäre schön. Am besten wären natürlich andere Stegos. Aber bis jetzt kein Glück gehabt. Aber das lag bestimmt auch so ein bisschen daran, dass ich einfach in den falschen Gebieten bin. Das, was halt nicht interessant für die ist. Ich hoffe, dass ich jetzt hier einfach fündig werde. Aber ich glaube, hier gibt es auch ein paar Diäten. Oh nein. Wir haben eventuell ein Problem. Da vorne auf dem Felsen sind Raptoren. Oh Gott, da war ein Raptor. Wir müssen gehen. Nicht, dass er seine Kumpels holt. Oh, da ist eine andere Diät. Wir haben endlich was gefunden. Sehr schön. Das bringt uns halt jetzt gerade nur nichts. Aber dann wissen wir schon mal Bescheid. Da ist auch ein Knochen. Das heißt, hier sind Fleischfresser. Den Kürbis behalte ich aber im Mund. Ich gehe noch mal ein Stück weiter, in der Hoffnung, das andere auch noch zu finden. Das wäre jetzt Sumak hier, ne? Was ist denn hier für ein Blubberbart? Das habe ich ja noch nie gehört. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was das ist. Ich traue mich da ehrlich gesagt nicht so ran. Klingt wie Lava oder so. Ich laufe jetzt hier gerade diesen Trampelpfad entlang Richtung Norden wieder. Ich möchte jetzt unbedingt nämlich diese Marigold
Dinger suchen. Deswegen laufe ich jetzt zur Mitte der Karte. Ich denke, mittlerweile können wir auch uns auf die offene Wiese trauen. Ich glaube, wir sind groß genug. Und ich hoffe natürlich auch darauf, dass wir vielleicht andere Stegos finden. Das wäre eigentlich perfekt, dass wir dann eine Herde haben. Sieht echt interessant hier aus mit den Wurzeln. Ich glaube nicht, dass wir noch was Großes zu befürchten haben gegen die Crocs. Wenn es Wasser ziehen, können die uns, glaube ich, nicht mehr. Wir wiegen jetzt fast 3,5 Tonnen. Und ich glaube, die wiegen höchstens halt 6 Tonnen oder 5. Ich bin mir nicht sicher. Und die können ja, wie gesagt, die Hälfte ihres Körpergewichts ins Wasser ziehen. Also bin ich ein Fettsack, den sie nicht ins Wasser ziehen können. Das hört sich doch gut an. Ja, die Wildsau kommt. Tja, Wildschwein. Das war's mit dir. Und die Fleischfresser jetzt auch was zu essen. Oh, da ist es. Wir haben es gefunden. Sind wir hier vorhin nicht sogar vorbeigelaufen? Was ist das, dieser Busch? Ah ne, diese kleine Blume ist das. Ah, ich verstehe. Ah, noch nicht essen, noch nicht essen. Das ist falsch. Ich muss ja warten, dass das hier ausläuft. 2% müssen wir noch eben abwarten. Mir ist gerade mal aufgefallen, hier steht sogar immer, wo man das findet. Da habe ich nie drauf geachtet. Oh Mann. Aber ist egal, wir können es auf jeden Fall jetzt essen. Das heißt, Kürbisse müsste es halt hier auch irgendwo geben. Das ist ja hier Grasslands, würde ich sagen. Dann können wir gleich mal einfach nochmal weiter Richtung Norden gehen und dann versuchen nochmal Kürbis aufzufüllen. Ich hoffe jetzt erstmal, dass diese eine Blume reicht, dass wir das voll bekommen. Weil dann haben wir endlich den 50% Wachstumsboost. So, perfekt. Ich glaube, ich schreie mal einmal. Vielleicht hört das ja jemand. Ansonsten sind wir jetzt bei 50%. Also, wie es sein soll. Das heißt, wir sollten jetzt nochmal Kürbisse suchen und dann gehen wir wieder Richtung Sumpf. Es ist halt einfach wie ausgestorben hier. Ich verstehe das nicht. Das ist jetzt eigentlich der Ort, wo immer alles sich tummelt. Also, Center ist das hier. Und der Server ist rappelvoll. 100 von 100. Und ich bin jetzt auch nicht unauffällig. Ich laufe halt hier total offen rum, schrei auch. Aber ich finde halt nichts. So ein paar Schreie hört man, so Crocs und so, das ist ja normal. Aber ich sehe halt auch nichts am Ufer. Ist einfach alles leer. Einfach so ein Einzelner, den hat irgendwer hier abgelegt, glaube ich. Okay, das ist jetzt ein bisschen lucky. Brauche ich nicht so weit laufen. Weil jetzt kann ich mich eigentlich schon wieder aufmachen in den Sumpf. Weil Sumak ist das nächste, was wir auffüllen müssen. Aber das passt. Können wir auf dem Weg zum Sumpf nochmal Marigold auf 100 machen? Und dann sind wir perfekt ausgestattet. Das sind doch andere Pflanzenfresser, oder? Da müssen wir hin. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Das ist ein Teno. Dann haben wir vielleicht Freunde gefunden. Ich hoffe, die sind freundlich. Oh, da links ist ein Cerato. Leg mal den Kürbis lieber ab. Ich glaube, der Cerato will auf mich, oder? Mich, oder?
Geh weg. Oh nein. Was hat er vor? Haut ab! Haut ab! Guckt hier in die Richtung, wo ich bin. Galli, renn! Ja, komm her. Ein Kanu kommt auch noch. Vorsichtig, Galli. Beschützt dich. Ja, haut ab, der Cerato. Und guck mal, kleiner Pachi ist auch hier. Okay, sehr gut. Wie geht's denn dem anderen Galli, der angegriffen wurde? Ah, wir haben Freunde gefunden. Ist das schön. Da vorne ist auch noch ein Tenno. Gehen wir da mal kurz hin. Endlich nicht mehr allein. Tenno, nicht wegrennen. Der Tenno geht leider weg. Ja, vielleicht haben die anderen ja eine Herde, ich weiß es nicht. Die gehen halt darüber. Es wird leider schon wieder dunkel. Die Kanus schreien auch überall. Alles gut. Brauchst keine Angst haben. Trink, kleiner Galli-Freund. Und du auch, Kleiner. Das ist süß, dass ich mal auf die Kleine aufpassen kann. Da ist sogar ein kleiner Pteranodon. Ach, wie ist toll. Möchtest du auch was trinken? Da ist da irgendwas, glaube ich. So, wandern wir Richtung Sumpf? Habt ihr Bock? Ich glaube, die Tenos haben keine Lust auf mich. Die sind beide weggegangen. Hau ab. Oh nein. Oh nein. Der Galli.
Och nee. Los, Crocs, holt euch den Kanu. Ich habe nicht aufgepasst. So ein Mist. Aber jetzt selber auch nicht aufgepasst. Ach, das ist doch ärgerlich. Nein, Gully-Freund, es tut mir leid. Aber ich habe dir zum Glück noch keinen Namen gegeben. Deswegen ist es nicht so schlimm. Naja, dann wandere ich Richtung Sumpf. Also, richtig Freunde haben wir nicht gefunden. Wir haben jetzt noch diesen ganz kleinen da. Ich hoffe, der kommt mit. Das ist ein Pachy, glaube ich. Aber ansonsten sind wir jetzt wieder relativ einsam. Was sieht so aus, als wenn er mitkommt? Komm mit, kleiner Pachy-Freund. Was ist das denn? Hat sich viel voll laut angehört. Oh, guck mal. Jetzt sind wir schon zwei Pachys. Sehr gut. Dann bin ich jetzt eine Pachy-Mama. Ne, Pachy-Papa. Ich bin ja männlich. Zwei kleine Pachys. Aber hier sind halt irgendwo auch noch die Kanus. Könnten aus dem Nichts kommen. Ich hoffe, die Pachys passen ein bisschen auf. Na komm, wir knabbern ein bisschen zusammen. Haltet euch ran. Das ist gleich weggefressen. Ich lasse den nochmal so übrig. Damit die auch noch satt werden. Ich glaube, ich bin auch fast voll. 90, ja, das passt. Ja, jetzt geschafft, okay. Esse ich nochmal einen Haps. Und zack, ist die Blume weg. Da kommt. Wir haben eine Wanderung vor uns. Wir müssen zum Sumpf. Kommt, meine kleinen Pachy-Kinder. Und schön bei Mama bleiben. Bei Papa bleiben. Los, rammt das weg. Los, Sprint. Jawohl, du schaffst es. Mach mich stolz. Los, Kinder, ihr schafft es. Los. Die machen ja gar keinen Schaden. Komm! Jawohl! Da habt ihr aber gut trainiert. Übrigens gerade, glaube ich, fast eins von denen aufgespießt. Passiert. Ich kann halt auch noch nicht so damit umgehen. Das ist das erste Mal, dass ich Stego, glaube ich, spiele. Beziehungsweise ist es ewig her. Ich habe es vielleicht früher mal schon mal gespielt, aber ich kann halt die Range und Hitbox noch gar nicht einschätzen. Die ist, glaube ich, auch sehr, sehr groß von dem Stego. Also ich glaube, man trifft viel öfter Ziele, obwohl die gar nicht nah genug dran stehen eigentlich. Ach, diese Kinder. Oha, guter Sprung. Stellt euch hinter mich, Kinder. Oh, das ist ein Teno. Oha. Hab ich gerade richtig erschreckt. Die kriegen jetzt auch einen Namen von mir. Der mit dem dunklen Kopf ist Bing und der andere, den nenne ich Bong. Oh mein Gott. Bing und Bong wurden gerade fast gefressen. Bing und Bong, versteckt euch! Komm hinter mich.
ihn angegriffen. Oh Gott, wo sind die? Bleibt hinter mir. Oh Gott, renn um dein Leben. Oh Gott. Ich bin so langsam. Echt Angst, die zu erwischen. Ich bin viel zu langsam. Lauft um euer Leben, Bing und Bong. Nein, Bing. Oh Gott, Bing, renn! Oh, es dauert so lange mit dem Hauen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ah, die beiden haben tapfer gekämpft. Nix freundlich. Ja, was jetzt, hä? Sein Kollege tot? Trau dich. Ich hoffe, Bing und Bong kommen noch wieder. Da sind sie. Besser ist es. Tschüss. Seid ihr okay? Wo ist Bong? Geht's Bong auch gut? Der liegt da, glaube ich. Ich glaube, den beiden geht's gut. Gott sei Dank. Das ist sehr schön. Der sucht die doch. Guck mal, das, guck dir das an. Und dann tut er bei mir auch freundlich. Das ist so frech. Oh mein Gott, er hat ihn gekillt. Oh mein Gott. Oh nee. Welcher ist denn das von denen? Ist das überhaupt einer von denen? Kann es halt nicht erkennen. Sieht irgendwie nicht nach Paria aus, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe den Überblick leider verloren. Ming und Bong haben aber sehr tapfer gekämpft und es war eine schöne Zeit. Vielleicht wart ihr das nicht, vielleicht lebt ihr noch.
Die leben beide noch. Oh, ihr seid die Besten. Oh, ich war schon traurig. Kommt, wir gehen weiter, Bing und Bong. Oh, ihr seid so tapfer und so gut. Ihr habt euch versteckt. Oh, seid ihr toll. Bing und Bong. Ein Planet, der sucht nach euch. Spannung jeden Tag. Von zu Haus ins All. Wer kennt das? Ist alles okay? Oh nein! Oh mein Gott. Bong hat's erwischt. Der ist runtergefallen. Oh nein. Das gibt's doch nicht. Es tut mir so leid für dich, Bing. Oh, das ist so traurig. Oh, Bing. Oh, Manu. Es tut mir leid. Komm, wir gehen weiter. Gut gemacht, Bing. Oh, der rote Fleck da hinten. Das ist ja wie so eine Trauerkerze. Oh mein Gott. Bing, tut mir so leid. Der arme Kleine. Wir sind aber jetzt schon mittlerweile bei 90%. Also fast komplett ausgewachsen. Deswegen traue ich mich natürlich jetzt hier auch auf das Centerfield. Wo eigentlich immer am meisten los ist. Aber der Server wird langsam auch leerer. 77 von 100 nur noch. Deswegen wollte ich auch nochmal hier hingehen, um vielleicht ein bisschen Action zu bekommen. Ich glaube, der greift an. Vorsicht, Bing. Er will dich. Na, komm doch her. Sehr gut, Bing. Kampfschrei. Ich glaube, er hat aufgegeben, oder? Von hinten kommt noch einer. Oh Gott. Jetzt ist es gefährlich, Bing. Bing, rennen, die wollen dich. Muss echt aufpassen, Bing.
habe ihn gehittet. Oh nein, Bing! Oh nein! Die haben Bing getötet. Es tut mir so leid, ich konnte dich nicht gut verteidigen. So sorry. Ach, Manu. Jetzt habe ich sie beide verloren. Ruhet in Frieden. Das ist jetzt aber auch das traurige Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich selber ein Like freuen. Das würde mich echt unterstützen. Und falls ihr eine weitere Folge von Steffen, den Stegosaurus, sehen wollt, dann schreibt einmal Hashtag Stego in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, welchen dieser Dinosaurier ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.